Herzlich willkommen zu einem neuen Video von Hirn statt Hetze. Heute geht es um die letzte Maybrit Illner Sendung mit dem Titel Freiheit nur für meine Meinung. Müssen wir wieder streiten lernen? Es geht ums Gendern, Political Correctness, Cancel Culture und am Ende um Rammstein. Die Themen sind also sogar sehr interessant. Die Einseitigkeit und damit auch die köstliche Ironie des Titels wird allerdings bereits bei der Gästeauswahl aufgezeigt. Fangen wir doch damit direkt mal an. Diesmal wieder mit etwas positiverer Hintergrundmusik, sonst dreht man bei dem Inhalt ja ab. Grüße an Lydia für den Vorschlag. Und los geht's. Worüber darf man lachen? Was ist eigentlich Wokeness und tut das weh? Und streiten wir nur über Worte oder um mehr? Das fragen wir uns und diese Gäste. Der Philosoph Julian Nieder-Rümelin. Die Autorin Düsen Tekal. Die Influencerin Leonie Löwenherz-Pla. Und Harpe Kerkeling. Alles klar, 200%ig linke Ideologen, Düsen Tekal und die Influencerin Leonie Pla. Letztere kann man durchaus auch als Extremistin bezeichnen, wie ihr im späteren Verlauf noch sehen werdet. Einen politischen Normie, der nicht wirklich reilt, was hier abgeht und mit dem linken Zeitgeist einfach so mitschwimmt, nämlich Harpe Kerkeling. Und Julian Nieder-Rümelin, ein Philosoph und hochintelligenter Mensch, der aber politisch leider auch eher ein Kack ist und lediglich als Gatekeeper fungiert. Oder um es noch einmal verständlicher auszudrücken, jemand, der nur eingeladen wurde, um den Schein der Neutralität in der Sendung zu wahren, während dies alles andere als der Fall ist bei der linken Überdominanz und gleichzeitig als Beruhigungspille fungiert für den unwissenden Zuschauer, dass der doch gar nicht die böse AfD wählen muss, denn es gibt ja noch andere vernünftige Leute. Ich erinnere bereits hier schon mal an den Titel Freiheit nur für meine Meinung, müssen wir wieder streiten lernen, während mal wieder niemand eingeladen ist, der eine fundamental andere Meinung vertritt, hinter der auch immer mehr Menschen stehen. Ein Konservativer, jemand von der AfD. Stattdessen vier linke, also inklusive der Moderatorin, und einer, der dem leider nichts nennenswert entgegensetzen kann. Damit ist der Inhalt der Sendung eigentlich bereits im Voraus delegitimiert und obsolet, aber schauen wir doch trotzdem mal ein bisschen rein in diese Irrenanstalt. Der rote Faden und die Substanz fehlen so ein bisschen, ich werde mich aus Zeitgründen auf die besten Aussagen beschränken. Fangen wir an, es geht zuerst um Humor. Die Sekte erklärt uns, wie man noch politisch korrekt Witze machen darf. Es geht darum, trete ich nach oben oder nach unten? Also es ist was anderes, wenn ich als lesbische Frau einen Witz über Heteromänner mache. Da trete ich nach oben. Das sind die Menschen, von denen ich Diskriminierung erfahre. Wenn diese Männer aber lesbenfeindliche Witze über mich machen, dann hat das eine ganz andere Machtebene. Und diese Machtebenen sind eben sehr komplex, innerhalb auch von Communities. Ich meine, wir sind beide Teil der LGBTQIA+. Yeah. Gleichzeitig ist aber Herr Kerkeling ein Mann und ich eine Frau. Also ich habe durch mein Geschlecht noch mal weniger Privilegien, gleichzeitig sind wir beide weiß, gleichzeitig haben wir beide keine sichtbare Behinderung, sind also auch innerhalb unserer Community extrem privilegiert. Ja, wie schon gesagt, wir haben es hier mit einer 200%igen zu tun, welche diese linksprogressive Ideologie unseres Zeitgeistes, auch Kulturmarxismus oder Gleichheitsideologie genannt, auf den Punkt bringt, die ich anschaulich einleitend anhand der Opferpyramide demonstrieren möchte. Linke Ideologen sehen in den Menschen nicht in erster Linie ein Individuum, sondern interessieren sich nahezu ausschließlich für ihre ethnische, religiöse oder sexuelle Identität. Also viel, viel stärker, als das eigentlich der durchschnittliche Rechte tut. Historisch marginalisierte Gruppen gelten für diese Leute, obwohl de facto heute nicht mehr strukturell diskriminiert, als eine höhere Kaste, denen Privilegien zustehen. Ganz konkret sollte der afghanische Migrant in Relation zum Bevölkerungsanteil zu gleichen Teilen in Machtpositionen sitzen wie ein einheimischer Deutscher und die Frauen zu gleichen Teilen wie die Männer. Alles andere ist Rassismus oder Sexismus. Oder, je nach Radikalität der Person, wollen sie die alten weißen Männer gerne auch komplett verdrängen. Dabei wird natürlich die Realität geleugnet, dass der alte weiße Mann sich die Machtposition nicht etwa gestohlen hat, sondern zum Beispiel, dass es deutliche biologische Unterschiede zwischen dem Machtbestreben und der Risikobereitschaft von Männern und Frauen gibt und dass man, wenn man in einem Failed State aufgewachsen ist, weniger wahrscheinlich der nächste Einstein sein wird, als jemand, der in der westlichen Welt geboren wurde. Ganz logisch. Aber diese linken Ideologen schieben dieses Machtungleichgewicht nicht biologischen oder kulturellen Faktoren zu, sondern dem Patriarchat oder weißer Vorherrschaft. Das ist deren gesamte Ideologie. Wenn man das Prinzip erst einmal verstanden hat, kann man 99% ihrer Aussagen nachvollziehen. Wie jetzt hier konkret mit dem Humor. Alte, weiße Männer, die Täter, ganz unten auf der Opferpyramide, dürfen über niemanden Witze machen. Je mehr Opferpunkte du hast, also
Je höher du stehst, desto mehr darfst du dich über alle Tieferen lustig machen, vor allem über die alten weißen Männer. Und das geht natürlich weit über harmlose Witze hinaus, denn gesellschaftliche Macht haben besagte alte weiße Männer schon lange nicht mehr. Du darfst Deutsche ungestraft Köterrasse nennen und alle Männer als Abschaum bezeichnen, dir passiert gar nichts. Aber mach das mal mit einer sogenannten Opfergruppe und du bist morgen im Knast. Das ist auch somit das Hinterhältigste an diesen Leuten. Sie treten ausschließlich nach unten. Rechte, Ungeimpfte, Migrationskritiker, aber stellen das mit ihrem Weltbild so dar, als seien sie dabei trotzdem die wahren Opfer. So, machen wir mal weiter mit dem Gendern und der Cancel Culture. Warum ist es für Boris Palmer einen extra Kampf wert, dieses N-Wort aussprechen zu können? Warum pocht Peter Hane darauf, weiter Zigeunerschnitzel sagen zu dürfen? Ist es Trotz, wie Sie haben es selber angesprochen? Ja, weil ihm der Beifall dann sicher ist und der Applaus. Liebe linke Aktivistin, warum gibt es eigentlich Menschen, welche sich von euch nicht das Wort verbieten lassen wollen? Wegen dem Applaus, schon klar. Und es geht hier nicht um Wörter, deren einziger Sinn eine Abwertung anderer Menschen ist, sondern Wörter, die eigentlich nie negativ assoziiert waren, bis die Linken uns das in ihrem identitären Kulturkampf eingeredet haben. Es ist trotzdem wichtig zu sagen, dass Cancel Culture tödlich ist. Und es wird oft behauptet, dass das aus linksliberaler Ecken kommt. Ja, das stimmt, aber eben nicht ausschließlich. Die Cancel Culture, die aus rechtsextremer Ecke kommt, die tötet Menschen. Siehe Walter Lübcke, siehe NSU, siehe die Flüchtlingsunterkünfte, die dann auch in Brand gesetzt werden. Das ist immer das Widerlichste von linken Ideologen, wenn sie Wortdefinitionen ändern, um Konservative bösartig zu diffamieren. Rechtsextreme Anschläge haben nichts mit Cancel Culture zu tun und werden auch von keinem Konservativen gebilligt. Cancel Culture bedeutet, andere Menschen und deren Meinung auszugrenzen, obwohl sie sich innerhalb des freiheitlich-demokratischen Rahmens befinden. Einfach nur, weil sie einem selber nicht passen. Zum Beispiel, wenn bestimmten Leuten die Konten gesperrt werden, die Konzerte verboten werden oder wie hier mal wieder kein Rechter eingeladen wurde, obwohl im öffentlich-rechtlichen Rundfunk eigentlich Neutralitätspflicht besteht. Das ist Cancel Culture. Rechte können per Definition keine Cancel Culture betreiben, weil ihnen die institutionelle Macht fehlt. Wen wollen sie denn auch wo ausladen? Welche Konzerte wollen sie verbieten? Und so weiter. Und inwiefern aus dem, selbst wenn es umgesetzt werden könnte, rechtsextreme Anschläge resultierten. Diese Erklärung wird sie unschuldig bleiben. Wir versuchen, Gleichberechtigung an vielen Stellen gleichzeitig und das völlig zu Recht umzusetzen, erleben aber, dass so eine rechtsradikale Partei wie die AfD jetzt bei 30% steht. Wie hängt das zusammen? Erstmal Chapeau an Harpe Kerkelin, der hat scheinbar eine Glaskugel zu Hause. Also bei 30% ist die AfD noch nicht, aber ja, es ist eigentlich nur eine Frage der Zeit, wenn es so weitergeht. Und dass die AfD so zulegt, liegt nicht daran, dass wir mehr Gleichberechtigung schaffen und das wollen diese bösen Rechtsextremisten nicht oder was er da mit seinem wirren Gefasel ausdrücken wollte, sondern weil die Menschen mehr und mehr erkennen, dass die Gleichberechtigung ein Deckmantel von vielen des Establishments ist. Klimaschutz oder Fachkräftemangel sind weitere, unter denen ihnen Freiheit, Wohlstand und Kultur weggenommen werden. Sei es durch Masseneinwanderung oder die grüne Deindustrialisierung. Deswegen legt die AfD zu. Und tatsächlich finde ich es auch befremdlich, wenn ich jetzt an jedes Wort innen hängen muss. Das erleben Sie auch nur in Deutschland so. Das gibt es in England nicht, das gibt es in den Niederlanden und in Italien nicht. Ja. Und ich frage mich für Menschen, die nach Deutschland kommen, die zuwandern, denen wollen wir beibringen, dass sie nach einem Doppelpunkt auch noch das Innen setzen wollen. ein harter Hund, ein harter Hund. Was für eine lächerliche Witzfigur dieser Typ geworden ist. Spielt sich hier als krasser Oppositioneller auf, weil er gegen das Gendern ist, mit der lächerlichen Begründung, weil es Migranten die Integration erschweren würde. Super Harpe, einmal ausgelinkt und die anderen 99 Male komplett auf Linie. Glückwunsch. Und vielleicht gehen wir noch mal auf diesen Aspekt, den ich Herrn Niederrümelin gerade gefragt habe, wie man heute eigentlich in der Gesellschaft mit diesem Widerspruch klarkommt, dass es de jure eine viel liberalere Gesetzgebung gibt und auf der anderen Seite die Radikalität auf den Straßen gewachsen ist. Ich darf von Ihnen erzählen, dass Sie mit Ihrem Mann von Berlin nach Bonn gezogen sind und der Grund war tatsächlich auch die Situation hier in Berlin? Die Atmosphäre ist deutlich homophober geworden, ja. Und dementsprechend haben wir uns dafür entschieden, Berlin schweren Herzens zu verlassen und nach Köln zurückzugehen.
Vom Regen in die Traufe, könnte man sagen. Wer sind denn so die üblichen Täter, Harpe? Ist das der Hermann, Joachim und der Christoph? Es ist immer wieder herrlich zu sehen, wenn bei Linken die kognitive Dissonanz kickt. Anzunehmen, dass Liberalität per se gut ist, egal wie extrem sie ausgeübt wird, ist Irrsinn. Wenn ich so liberal wäre, dass ich Mord nicht mehr bestrafen würde, ist es klar, dass dieses Delikt massiv zunehmen würde. Und wenn ich so liberal bin, dass ich Grenzen de facto abschaffe und Kulturkreise in Massen reinlassen, die andere Einstellungen zu Freiheit und Gleichberechtigung von zum Beispiel Schwulen oder Frauen haben. Als Westler ist es eigentlich auch komplett offensichtlich, was dann passiert. Außer man will es nicht sehen. Und diese Leute, diese linken Ideologen, sie wollen es nicht sehen. Sie sind gefangen in ihrer Ideologie. Ich habe aber manchmal das Gefühl, ich bin kein Historiker, aber dass wir in einer ähnlichen Zeit leben, doch wie in der Weimarer Republik. Auch da gab es doch diesen Fortschritt. Da gehe ich gerne mal drauf ein. Nein, wir befinden uns hier nicht in einem Kulturkampf zwischen den tollen, fortschrittlichen Linken und den bösen Rechtsextremen, die das alles nicht wollen und kaputt machen, sondern wir erleben tatsächlich den Kulturkampf zwischen freiheitlich-konservativen Menschen, die Deutschland erhalten wollen, und den Kommunisten des 21. Jahrhunderts, die nicht mehr den Kampf der Arbeiterklasse gegen die Bourgeoisie führen, sondern die Opfergruppen, Migranten, Frauen, Muslime, Trans etc. gegen den bösen, alten, weißen Mann ausspielen wollen. Wie schon vorhin erwähnt, gesellschaftlich haben diese Leute schon die Macht, jetzt wollen sie auch noch an das Geld. Und das Problem der Konservativen ist, dass sich die Bevölkerung erst davon überzeugen lässt, dass das ehemals Bewahrte gut war, wenn wir wieder in der totalen Scheiße landen. Die Tragik der Menschheit. Natürlich ist es nicht eins zu eins vergleichbar, aber die Kämpfe werden wieder aufgemacht. Und wir hatten jetzt gerade vor ein paar Tagen ein Kampagnenbild der AfD Sachsen, in der sie den rosa Winkel mit der Pride-Flagge hinterlegt haben. Also schon eine ganz explizite Nutzung von nationalsozialistischen Symbolen, um die LGBTQI+-Community anzugreifen. Ja. Und diese Desinformation wird wie üblich natürlich von Illner einfach so stehen gelassen. Was ist da wirklich passiert? Die AfD hat einfach nur dasselbe Symbol genutzt, welche die LGBTQ-Leute schon selber verwendet haben. Da ist nichts rosa, das ist einfach ein verdammtes Dreieck. Genauso gut könnte man sagen, der Volksverpetzer benutzt in seinem Logo den rosa Winkel. Absolut peinliche Propaganda, Leonie. Ich gender einfach. Ich fordere weder eine Genderpflicht, noch zwinge ich das irgendwem auf. Ich mache das einfach in meinem täglichen Sprachgebrauch und in meinem täglichen Schriftgebrauch. Und damit ist gut. Damit sind dann auch alle Menschen mitgemeint, die sich in meiner Community befinden. Und damit ist das Thema für mich beendet. Gleichzeitig haben wir von rechts konkrete Verbote des Genderns. Ne? Also in 4 Bundesländern mindestens ist das Gendern landesweit verboten in Schulen oder in den Landesbehörden. Wie sie denkt, sie hätte da jetzt einen Punkt gemacht und sich wie ein Honigkuchenpferd freut. Nein, Leonie, das ist keine Cancel Culture von rechts. Das ist Kulturverteidigung gegen linke Ideologen, die unsere Sprache künstlich von oben verändern wollen. Wenn ich jetzt ankomme mit der Idee, die Sprache kindergerecht zu gestalten, indem wir ein Chen an jedes Nomen hängen, um auch Kinder in der Sprache abzubilden, und diese in einer Uniklausur oder einem amtlichen Dokument verwenden würde, dann würde man mir das auch verbieten, in Anführungsstrichen. Weil man völlig zu Recht auf die Einhaltung der deutschen Rechtschreibung pocht. So, liebe Quotenmigrantin Düsen, dann sag du doch mal wieder was Dummes. Ja. Und es ist auch ganz wichtig, dass wir da nicht immer nur amerikanisch drauf gucken. Wenn wir dort von der Black Lives Matter Bewegung reden, dann müssen wir hier von Migrant Lives Matter sprechen. Menschen, die in Hanau getötet worden sind, die sahen aus wie ich und meine Eltern. Und die Menschen, die hier von sogenannten Flüchtlingen abgemessert oder sexuell bereichert werden, die sehen meist so aus wie ich. Also plädierst du, basierend auf den realen Zahlen, für ein White Lives Matter? Rhetorische Frage, wird natürlich nicht passieren. Diese Leute sind nicht konsequent in ihrer Argumentation, sondern Heuchler. Wieder erklärbar mit der Opferpyramide. Weiße sind generell Täter und können keine Opfer sein in ihrem Weltbild. Jetzt kommen wir zum letzten Thema und zum absoluten Highlight. Rammstein und der Vorwurf des sexuellen Missbrauchs und die Enttarnung eines linksextremen Wolfes im Schafspelz. Es ist ja im Raum, wie geht man mit einem Xavier Naidoo um, mit Herrn Waters um, mit Rammstein um? Sollen die Konzerte verboten werden in Ihren Augen? Man könnte ja irgendwie auch einfach beschließen, nicht hinzugehen, wenn man anderer Auffassung ist. Ja, in der Idealvorstellung würden die Menschen sich auch einfach aufgrund dieser Vorwürfe dazu entscheiden, nicht hinzugehen, wenn wir aufgeklärt genug wären und genügend Vertrauen hätten in die Personen, die diese Beschuldigung gemacht haben, dann würden wir einfach alle nicht hingehen und dann wäre das Thema damit gegessen.
Stimmt, wenn eine Frau behauptet, sie wurde sexuell missbraucht, dann stimmt das auch zu 100%. Es gab ja auch noch nie Fälle, in denen später das Gegenteil bewiesen wurde und die Person trotzdem aufgrund des Rufmords für ihr Leben gezeichnet war. Auch hier kann man schon wieder die Opferpyramide als Erklärung für diese Ideologie herziehen. Ich sag doch, es ist so leicht. Diese Leute sind so durchschaubar, wenn man das Prinzip einmal begriffen hat. Weil der dumme Pöbel aber zu blöd ist, blind jeder Frau hinterherzulaufen, müssen wir ihn halt erziehen. Am besten, indem wir die Unschuldsvermutung delegitimieren, nicht wahr? Und ich höre hier schon die Leute. Ach Hirni, das ist doch ein unnötiger Strohmann. Ist dem so? Also seine Fans sprechen ihn ja teilweise schon davon frei und können sich das nicht vorstellen. Dann wird mit der Unschuldsvermutung irgendwie um sich geworfen, die ja sowieso nur ein juristischer Begriff ist. Hallo? Verfassungsschutz? Also... Selten hat sich eine Extremistin so offensichtlich zu erkennen gegeben. Die Unschuldsvermutung ist doch nur ein juristischer Begriff, genauso wie die Menschenwürde. Und das Spucken hierauf hat man ja auch während Corona gesehen. Ist er in Ihren Augen ein Täter, ist die Frage. Ich bin dazu geneigt, den Dutzenden, inzwischen sind wir glaube ich schon im dreistelligen Bereich angekommen, Frauen zu glauben versus der einen Person, die sagt, es ist nichts passiert. Ach, so funktioniert Rechtsprechung heutzutage. Und sie merkt nicht mal, wie sie mit ihrem Argumentum ad numerum einen Punkt für Till Lindemann macht. Wenn bei so vielen Zeugen trotzdem keine Beweise zusammengekommen sind, die eine Verurteilung ermöglichen, dann ist an dem Fall vielleicht wirklich nichts dran. Und ich habe zu diesem ganzen Thema keine gefestigte Meinung, aber diese Argumentation ist wirklich eine Nullnummer. Und es wird noch schlimmer. Die Frage ist eine andere, wie wir das gesellschaftlich aushandeln möchten. Und da bin ich auf jeden Fall bei den Opfern. Und da gilt für mich persönlich, das ist wirklich ganz auf persönlicher Ebene, egal ob es Rammstein ist oder ob es ein Fall in meinem direkten Umfeld ist, am Ende glaube ich lieber einer Lügnerin als einem Vergewaltiger. Okay, muss ich glaube ich erstmal drüber nachdenken. Möchte sich irgendjemand äußern? Jo, hier, ich bin schon zur Stelle, wenn sogar eine Maybrit Illner sprachlos ist. Also das ist eine der widerlichsten Aussagen, die ich seit langem gehört habe. Sie stellt hier eine falsche Dichotomie auf und lässt etwas Entscheidendes aus, denn wenn die beiden Resultate des Verfahrens gegen Till Lindemann entweder sind, er ist ein Vergewaltiger oder sie ist eine Lügnerin, dann würde letzterer Fall gleichzeitig bedeuten, dass er eben kein Vergewaltiger ist. Eine Option, die sie mit ihrer Scheinargumentation absichtlich völlig ausgelassen hat. Junge, diese Frau kann sich echt in puncto Widerwärtigkeit mit einer Sarah Bossetti messen. Ich schlage dann vor, wir vertrauen weder einer Lügnerin noch einem Vergewaltiger, sondern vertrauen besser an den noch in weiten Teilen funktionierenden Rechtsstaat und nicht in das, was linksextreme Gören so von sich geben. Das soll uns dann auch erstmal wieder reichen mit Staatsfernsehen. Wie immer ist die Talkshow nicht dem eigentlichen Auftrag gerecht geworden. Stattdessen haben wir mal wieder linken Aktivismus mit dem Tenor "Der Feind steht rechts" geboten bekommen. Ich bedanke mich fürs Zusehen, Freunde. Abonniert mich, folgt mir auf Twitter. Ich bin da seit kurzem erst und schon fast bei den 1500 Followern. Schön abonnieren, ihr verpasst sonst was. Alle weiteren freiwilligen, sozialen und finanziellen Unterstützungsmöglichkeiten blende ich euch wie immer hier ein. Vielen Dank, macht's gut und wir sehen uns beim nächsten Mal.